meine lieben Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten und herzlich willkommen zum vierten und letzten Creepypasta-Sonntag dieses Jahr. Und für das große Finale habe ich mir eine Geschichte über eine Kreatur herausgesucht, von der man besser niemals Besuch erhält. Der Rake. Im Sommer 2003 weckten Ereignisse im Nordosten der Vereinigten Staaten, an denen eine seltsame, menschenähnliche Kreatur beteiligt war, für kurze Zeit Interesse in den lokalen Medien, bevor scheinbar eine Nachrichtensperre verhängt wurde. Wenige bis keine Informationen wurden übrig gelassen, da die meisten online und schriftlichen Berichte über die Kreatur auf mysteriöse Weise verschwanden oder zerstört wurden. Die Ereignisse konzentrierten sich hauptsächlich auf den ländlichen Teil des Bundesstaates New York und in einem Fall auf Idaho. Selbsterklärte Zeugen erzählten Geschichten über ihre Begegnungen mit einem unbekannten Wesen. Die Erzählungen reichten von extrem traumatischen Schrecken und Unbehagen bis hin zu einer fast kindlichen Verspieltheit und Neugierde. Während die veröffentlichten Versionen nicht mehr dokumentiert sind, blieben die Erinnerungen weiterhin sehr präsent. Mehrere der beteiligten Parteien begannen in diesem Jahr nach Antworten zu suchen. Anfang 2006 hatte diese Zusammenarbeit fast zwei Dutzend Dokumente gesammelt, die zwischen dem 12. Jahrhundert und der Gegenwart entstanden waren und sich über vier Kontinente erstreckten. In fast allen Fällen waren die Geschichten identisch. Ich stand in Kontakt mit einem Mitglied dieser Gruppe und konnte so einige Auszüge aus ihrem bald erscheinenden Buch erhalten. Ein Selbstmordbrief, 1964. Während ich mich darauf vorbereite, mein Leben zu nehmen, halte ich es für angebracht, jede Schuld oder jeden Schmerz zu lindern, den ich durch diese Tat verursachen werde. Es ist nicht die Schuld von jemand anderem als ihm. Zuerst wachte ich auf und spürte seine Gegenwart. Dann wachte ich auf und sah seine Gestalt. Dann erwachte ich und hörte seine Stimme und sah ihm in die Augen. Ich kann nicht mehr ohne die Angst, was als nächstes kommen könnte, schlafen. Ich möchte nie wieder aufwachen. Auf Wiedersehen. In derselben Holzkiste, in der sich der Brief befand, fanden sich zwei leere Umschläge, die an William und Rose adressiert waren, und ein loser, persönlicher Brief ohne Umschlag. Liebste Lenny, ich habe für dich gebetet. Er hat deinen Namen gesagt. Ein Tagebucheintrag, übersetzt aus dem Spanischen, 1880. Ich habe den größten Schrecken erlebt. Ich habe den größten Schrecken erlebt. Ich habe den größten Schrecken erlebt. Ich sehe seine Augen, wenn ich meine schließe. Sie sind hohl, schwarz. Sie sahen mich und durchbohrten mich. Seine nasse Hand. Ich werde nicht schlafen. Seine Stimme. Unleserlicher Text. Seefahrerlogbuch, 1691. Er kam im Schlaf zu mir. Vom Fuß meines Bettes aus fühlte ich etwas. Er hat alles genommen. Wir müssen nach England zurückkehren. Wir werden auf Wunsch des Rake nicht noch einmal hierher zurückkehren. Aus einer Zeugenaussage, 2006. Vor 3 Jahren war ich gerade von einer Reise von den Niagarafällen mit meiner Familie für den 4. Juli zurückgekehrt. Wir waren alle sehr erschöpft, da wir den ganzen Tag auf der Straße gewesen waren. Also brachten mein Mann und ich die Kinder direkt ins Bett und wir machten uns fertig für die Nacht. Gegen 4 Uhr morgens wachte ich auf und dachte, mein Mann sei aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Ich nutzte den Moment, um die Bettdecke zurückzuholen, nur um ihn dabei zu wecken. Ich entschuldigte mich und sagte ihm, dass ich dachte, er sei aufgestanden. Als er sich mir zuwandte, keuchte er und zog seine Füße vom Ende des Bettes zurück, so schnell, dass seine Knie mich fast aus dem Bett gestoßen hätten. Dann packte er mich und sagte nichts. Nachdem ich mich eine halbe Sekunde lang auf die Dunkelheit eingestellt hatte, konnte ich sehen, was die seltsame Reaktion verursacht hatte. Am Fuße des Bettes, sitzend und von uns wegblickend, schien ein nackter Mann oder ein großer, haarloser Hund zu sein. Seine Körperhaltung war beunruhigend und unnatürlich, als wäre er von einem Auto oder so angefahren worden. Aus irgendeinem Grund war ich nicht sofort verängstigt, sondern eher über seinen Zustand besorgt. Zu dieser Zeit dachte ich, dass wir ihm helfen sollten. Mein Mann lag fetal da und blickte hin und wieder über Arm und Knie zu der Kreatur, dann zu mir und dann wieder zurück zu der Kreatur. In einer plötzlichen Bewegung kroch die Kreatur zur Seite des Bettes und krabbelte schnell mit Bewegungen, die einfach nur falsch aussahen, das Bett entlang, bis es nur noch wenige Zentimeter vom Gesicht meines Mannes entfernt war. Die Kreatur war für etwa 30 Sekunden völlig regungslos, oder wahrscheinlich eher 5, aber es schien wie eine Ewigkeit, während sie meinen Mann anstarrte. Die Kreatur legte dann ihre Hand auf sein Knie und rannte in den Flur, der zu den Kinderzimmern führte. Ich schrie und rannte zum Lichtschalter und wollte sie aufhalten, bevor sie meine Kinder verletzte. Als ich in den Flur kam, reichte das Licht aus dem Schlafzimmer aus, um zu sehen, wie sie etwa 6 Meter weit weg da hockte und sich über etwas beugte. Als sie sich umdrehte, konnte ich direkt sehen, dass sie voller Blut war. Ich drückte den Lichtschalter des Flurs und konnte meine Tochter Clara sehen. Die Kreatur lief die Treppe hinunter, während mein Mann und ich uns beeilten, unsere Tochter zu helfen.
Sie war sehr schwer verletzt und sprach in ihrem kurzen Leben nur noch einmal. Sie sagte, er ist der Rake. Mein Mann fuhr in dieser Nacht mit seinem Auto in einen See, während er versuchte, unsere Tochter ins Krankenhaus zu bringen. Sie überlebten beide nicht. Da wir in einer Kleinstadt lebten, verbreitete sich die Nachricht ziemlich schnell. Die Polizei war zunächst hilfreich und auch bei der Lokalzeitung stieß die Geschichte auf großes Interesse. Sie wurde jedoch nie veröffentlicht und auch die lokalen Fernsehsender hielten sich bedeckt. Mein Sohn Justin und ich wohnten mehrere Monate lang in einem Hotel in der Nähe des Hauses meiner Eltern. Nachdem wir beschlossen hatten, nach Hause zurückzukehren, begann ich selbst nach Antworten zu suchen. Ich fand schließlich einen Mann in der nächsten Stadt, der eine ähnliche Geschichte hatte. Wir nahmen Kontakt auf und begannen über unsere Erfahrungen zu sprechen. Er kannte zwei weitere Menschen in New York, die die Kreatur gesehen hatten, die wir heute als Drake bezeichnen. Es dauerte etwa 2 Jahre, in denen wir für das Internet durchkämpften und eine kleine Sammlung dessen zusammenstellten, was wir für Berichte über den Rake halten. In keinem von ihnen gab es wirklich Details oder Hintergrund oder nachfolgende Berichte. Ein Journal hatte einen Eindruck, der die Kreatur auf den ersten 3 Seiten betraf und erwähnte sie nie wieder. Ein Logbuch erklärte nichts von der Begegnung und sagte nur, dass der Rake sie aufgefordert hatte zu gehen. Das war der letzte Eintrag. Es gab jedoch viele Fälle, in denen der Besuch der Kreatur Teil einer Reihe von Besuchen mit derselben Person war. Mehrere Personen erwähnten auch, dass mit ihnen gesprochen wurde, meine Tochter eingeschlossen. Dies führte uns zu der Frage, ob der Rake von unserer letzten Begegnung einen von uns besucht hatte. Ich habe ein digitales Aufnahmegerät in der Nähe meines Bettes aufgestellt und ließ es die ganze Nacht, jede Nacht, 2 Wochen lang laufen. Ich durchsuchte jeden Tag die Aufnahme und ignorierte die Geräusche von mir, wie ich im Bett herumrollte. Am Ende der 2. Woche war ich an die gelegentlichen Geräusche des Schlafes gewöhnt, während ich mit der 8-fachen Normalgeschwindigkeit durch die Aufnahme rauschte. Das dauerte immer noch fast 1 Stunde am Tag. Am 1. Tag der 3. Woche bemerkte ich endlich etwas anderes. Ich fand eine schrille Stimme. Es war der Rake. Ich kann es mir nicht lange genug anhören, um es zu transkribieren. Ich habe noch nicht zugelassen, dass es sich jemand anhört. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es schon einmal gehört hatte. Und ich glaube jetzt, dass es gesprochen hat, als es vor meinem Mann stand. Ich erinnere mich nicht, dass ich damals etwas gehört habe. Aus irgendeinem Grund bringt mich die Stimme aus der Aufnahme sofort dazu, mich an diesen Moment zurückzuerinnern. Die Gedanken, die durch den Kopf meiner Tochter gegangen sein müssen, machen mich sehr wütend. Ich habe den Rake nicht mehr gesehen, seit er mein Leben ruiniert hat. Aber ich weiß, dass er in meinem Zimmer war, während ich schlief. Ich weiß und fürchte, dass ich eines Nachts aufwachen werde, um zu sehen, wie er mich anstarrt. Huhu! Also ich weiß ziemlich sicher, wer heute Nacht mit Oropax schlafen wird. Macht's gut.